Frolic! Es grüezi und hallo aus Baden. Herzlich willkommen bei Festunterhaltung und unterhaltungmieter.ch. Von hier aus, hinter uns, in den Büros, koordinieren wir für Sie Künstler, Clowns, Zauberkünstler, komische Kellner und den Sammy Klaus. Und natürlich unsere Festmietartikel, Hüpfburg, Glücksräder, Zuckerwattenmaschinen und Popcornmaschinen. Man kann eigentlich sagen, unser Tagesablauf ist eigentlich vor allem auf der Strasse. Da sind wir sehr viel unterwegs, halt, von A nach B, als Künstler. Und meine Hauptaufgabe ist eigentlich vor allem Büro. Wir machen eigentlich alle Art von Festen. Besonders Geburtstage, runde Geburtstage, Kindergeburtstage, aber auch Hochzeiten. Wir haben in- und ausländische traditionelle Kulturen, Festarten, die wir machen. Also es gibt eigentlich fast nichts, was wir nicht machen. Und ja, also ich liebe es. Ich liebe meinen Job. Also es ist schon eine wunderschöne Sache, die wir dürfen machen und damit natürlich unsere Brötchen verdienen. Ist auch sehr aufwendig, wenn man hinter den Kulissen sieht, was da alles dazu braucht. Ich denke, das unterschätzen schon einige. Ja. Es gibt keinen Tag, wo es mich anschießt. Nein, das gibt es eigentlich nicht. Es ist wirklich in der Tat so, dass ich sehr früh zum Teil aufstehe und auch sehr spät wieder gehe schlafen. Freizeiten sind zum Teil sehr begrenzt und nur sehr selten. Weil es halt immer irgendetwas zu tun gibt und zum Teil auch Kunden erwarten, dass man natürlich erreichbar ist, oder vom Morgen früh bis zum Abend spät. Aber da gewöhnt man sich ein bisschen daran. Und der Lohn ist dafür der Applaus am Schluss, oder? Das ist ganz klar. Unser Hauptgebiet, wo wir so umeinander sind, ist natürlich schon Zürich. Stadt, natürlich der ganze Kanton Aargau, Winterthur, aber auch Basel. Da sind wir überall unterwegs, Luzern natürlich auch sehr viel. Und dann Bern-Umgebung haben wir auch wieder Künstler. Also wir haben wirklich ein sehr grosses Gebiet, das wir abdecken. Und wenn dann halt einmal ein Künstler nicht kommt, ja, dann springt jemand anders ein, oder? Das ist, wir haben zum Glück das Privileg, dass wir da wirklich genug Leute haben und auch wirklich sehr zuverlässige Leute. Es gibt also im Grunde genommen keinen einzigen Tag, wo wir nichts zu machen haben, oder? Das heisst aber nicht immer, dass wir etwas verdienen. Und so wie wir natürlich unsere Dienstleistung anbieten, ist das schon einmalig. Also, es ist sehr aufwendig und wir machen das halt auch mit sehr viel Herzblut. Aber so in so einer Grössenordnung, mit dieser Abwicklung, die wir das jetzt anbieten, sind wir da schon einzigartig. Hallo, herzlich willkommen in unserem kleinen Reich hier in Baden. Und zwar sind wir wahrscheinlich die einzigen oder eine von den wenigen, die eine eigene Popcornmaschine haben. Nein, die Popcornmaschine ist nicht für uns fürs Büro, sondern die ist jetzt gerade zurückgekommen und ist vermietet. Und wir putzen sie jetzt nachher. So, das ist mein Arbeitsplatz hier. Von daher koordiniere ich eigentlich all meine Sachen. Da werden Telefons gemacht, da wird koordiniert für die verschiedenen Löhne. Wir haben rund 17 freischaffende Künstler in der ganzen Schweiz. Wir suchen allerdings noch jemanden in Bern, Solothurn-Umgebung und auch Basel. Und St. Gallen suchen wir auch noch jemanden. Aber sind jetzt momentan sehr gut abgedeckt in Zürich, Winterthur, Aargau und Luzern auch. Und ja, wir sind natürlich offen, natürlich auch weiter zu wachsen.
Aber für uns, für die Schweiz, wo ich jetzt zuständig bin, sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden. Wir haben rund 21 verschiedene Portale. Also für jeden Mietgegenstand gibt es eine Webseite. Wir haben verschiedene Buchungstools. Wir arbeiten mit rund 32 Marketing-Tools zusammen. Sehr viel Zeit investieren wir immer wieder in neue Innovationen. Also da werden immer wieder Sachen ausgetüftelt. Was da ist jetzt nicht wichtig, aber das ist übrigens Peter. Das ist mein Glücksbringer. Wir wollen schnell das Lager schauen. Und zwar hinter dieser Tür hier haben wir Mietartikel. Fest Mietartikel. Glücksrad. Zuckerfotomaschine. Mal Licht machen. Tada! Genau. Also, hier hat es auch noch ganz Haufen Requisiten, Ballons und ganz Haufen Sachen, die wir hier gelagert haben. Es hat hier zum Beispiel verschiedene Zauberköffer, ja, ganz viel. Und hinten hat es noch mehr, dann noch grosse Zauberköffer. Dann haben wir ein Lager mit verschiedenen Kostümen. Ja, zum Beispiel Sammy Klaus und all die Sachen, die sind hier gelagert. Das hat verschiedene Zauberhüte. Dann haben wir hier so ganz etwas Neues. Wir haben da so Wägele gemacht. Das muss ich da wieder mal schauen, genau. Wir haben da so Wägele gemacht für den Clown. Und die sind halt sehr, sehr praktisch. Ist sicher mal besser als die alten Koffer, die wir vorher hatten. Jetzt mal schauen, ob wir einen Glowen-Koffer haben. Ah, hier oben zum Beispiel. Wenn Sie Interesse haben an einem Zauberkünstler, an einem Glowen oder an einem Festmietartikel oder irgendetwas anderes, was wir anbieten, dann füllen Sie am besten gerade auf unserer Webseite das Kontaktformular aus oder Sie können es auch gerade direkt buchen auf unserer Webseite. Wir freuen uns natürlich auf jede Buchung und auch auf jede Anfrage. Und wünsche dir alles Gute und besten Dank fürs Zuschauen und bis bald. Hat's euch gefallen? Ja!